Guten Abend. Normalerweise sage ich guten Morgen bei Predigten, aber das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich guten Abend sage. Mein Name ist Thomas Grüninger, ich komme aus Gerstetten. Ich habe festgestellt, ich bin nicht der einzige Gerstetter hier. Gerstetter trifft man überall. Genau. Also ich bin nicht so einsam. Ich wollte mich kurz vorstellen noch, ja, ein paar Sätze habe ich jetzt schon gesagt vom Beruf, oder ich fange mit der Familie an, Familie ist viel wichtiger. Ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Töchter, die älteste ist auch schon verheiratet, die jüngere noch nicht. Wir sind in der Arche in Dettingen engagiert in der Gemeinde, ich bin selber auch im ältesten Team. Also Jakobus und Anne-Rose kennen uns auch gut von dort her und auch schon von viel früher. Mit dem Jakobus bin ich sogar mal, wir haben mal im Gefängnis übernachtet, weißt du das noch? Ah ja, doch. Ein ehemaliger im Gefängnis. Ja. Das, diese Geschichte lasst ihr euch vielleicht vom Jakobus erzählen, sonst weiß ich gar nicht. Ja. Genau, und ich war auch schon mal hier, also nicht hier in diesem Raum, sondern hier in der Gemeinde. Und zwar war das noch in dem älteren Gebäude, wo der Abraham war. Und ich kann sogar sagen, wann das war 1999, also im letzten Jahrtausend. Und ich war damals eingeladen als Interviewgast, weil ich Zeugnis geben sollte über mein Leben. Und das Datum weiß ich noch, weil die Predigt ging danach um das Thema Millennium, was da jetzt alles so auf uns zukommt. Deswegen weiß ich 1999. Lange gedauert, bis ich wieder gekommen bin. Freue mich, dass ich hier bin. Das Erste, was ich sagen wollte noch, ich fühle mich sehr wohl. Ich bin hier reingekommen und ich habe die Gesichter gesehen und habe irgendwie schon gespürt, hier ist der Geist Gottes. Das sind Menschen, die sind, also ihr strahlt etwas aus. Möchte ich euch einfach sagen. Wenn ihr irgendwo hingeht, ich glaube, da geht so die Sonne auf. Das ist, wir merken das nicht, aber wenn wir Jesus im Herzen haben, meine Erfahrung, meine Überzeugung, dann passiert was. Das wird wahrgenommen in der Umgebung und es ist nicht mehr dieselbe Atmosphäre. Und das ist wunderbar. Ja, für mein Leben wollte ich noch hinzufügen, ich bin vom Beruf Redakteur. Ich habe oder arbeite bei der Heidenheimer Zeitung nach wie vor, momentan in Altersteilzeitruhestand. War die meiste Zeit davon im Sport tätig, habe also den Aufstieg mit dem FC Heidenheim ziemlich intensiv verfolgt und war dreimal im Trainingslager in der Türkei dabei. Und war früher auch bei der Südwestpresse Ulm im Sport tätig und da durfte ich auch ein paar Mal mit der Nationalmannschaft in irgendwelche Länder reisen. Da war dann immer so, dass man Nationalmannschaft hat immer erste Klasse im Flugzeug gehabt und die Journalisten zweite Klasse. Und ich habe dann immer gedacht, wenn jetzt das Flugzeug abstürzt, dann kommen 20 Nachrufe auf irgendwelche Nationalspieler und du wirst am Rande irgendwo noch erwähnt, dass da auch noch so ein Journalist oder irgendwie mit an Bord war oder so. Ist zum Glück nie passiert, obwohl wir auch riskante Sachen erlebt haben damals. Führt jetzt zu weit. Aber eins möchte ich noch sagen, was zu meinem Leben noch hinzugehört. Als ich so auf dem Höhepunkt meiner beruflichen Laufbahn war und gedacht habe, jetzt bist du da, wo du bist, da ging es mir am schlechtesten. Und das ist ganz seltsam. Die meisten Menschen denken immer, es geht einem dann am schlechtesten, wenn man so ganz unten ist, aus welchem Grund auch immer. Aber ich hatte eigentlich das erreicht, was ich erreichen wollte und dann ist etwas passiert, das kann ich nicht erklären. Ich saß in einer Konferenz drin und mir war es nur noch schlecht. Und ich bekam von heute auf morgen so Panikattacken. Das hat so weit geführt, dass ich eigentlich gar nicht mehr Auto fahren konnte. Ich habe immer Angst gehabt, ständig Angst. Ich war noch kein Christ damals, also noch kein wiedergeborener Christ. Ich habe gedacht, was ist da los, was passiert da? Und es war wirklich eine furchtbare Zeit, das ist auch nicht schnell so weggegangen. Und ich habe wirklich kämpfen müssen, dass ich überhaupt in diesem Beruf weitermachen konnte, arbeiten konnte. Und eines Tages habe ich ein Buch in die Hand bekommen und das war so ein esoterisches Buch, da hat der Autor gesagt, stell dir vor, du bist mit einem Menschen zusammen und du kannst diesem Menschen alles sagen und er kann dir alles geben, was du willst. Such dir mal einen aus und ich habe mir Jesus ausgesucht.
Und ich weiß nicht, ob sich jemand in Heidenheim auskennt, die Gerste schon, denke ich mal. Da gibt es diese Anlagen, also das ist so eine, beim Hellenstein-Gymnasium, oder diese Parkanlage. Und da ist eine Bank an der Straße. Und ich habe so eine Vision bekommen, ich sitze auf dieser Bank und neben mir sitzt Jesus. Ganz jung, Jeanshosen. Ganz, also war erste Überraschung, ganz anders, wenn man sich es eigentlich denkt. Und dann zweite Überraschung, der sitzt nicht auf der Bank, also auf dem Sitzteil, sondern er sitzt auf der Lehne. Und ich dachte, es kehrt sich nicht, dass man so hinsitzt. Aber bei Jesus ist manches so, gell, dass das sich nicht so gehört, was er gemacht hat. Er hat so ein paar Sachen gemacht, wenn man so die Bibel liest, wo so völlig überraschend waren. Und dann geht's los und ich sage zu ihm, mir geht's furchtbar. Und ich texte ihn zu von Anfang bis Ende. Er sitzt neben mir und hört zu und hört zu und hört zu und sagt gar nichts. Und ich war so enttäuscht. Jetzt hast du dein Herz so aufgemacht und hast ihm alles hingelegt. Und er sagt gar nichts. Am nächsten Tag sitze ich wieder auf dieser Bank und dann setzt sich Jesus. Er sitzt immer noch auf der Lehne. Und dann hat er zu mir gesagt oder mir ein Zeichen gegeben, ich soll auch auf diese Lehne sitzen. Und dann habe ich mich so ihm zugewandt und es wäre das erste Mal, dass ich ihm überhaupt in die Augen geguckt habe. Vorher habe ich nur mein Sach so runtergesagt, wie es mir geht. Und er schaut mich an und dann habe ich, ich kann nichts mehr sagen. Und dann sagt er was. Nur einen Satz. Darf ich dich umarmen? Das war der Satz. Und ich habe geweint wie ein Kind. Und dann haben wir uns umarmt. Und dann hat er, und ich habe gespürt, was für Kraft von ihm ausgegangen ist. Was das für eine Begegnung war. Und er hat nichts gesagt, außer dass er mich umarmen möchte. Und mir zeigen wollte, ich bin in deiner Situation drin. Ich bin bei dir. Ich bin mit dir. Und es war der Beginn für so eine lebenslange Beziehung mit ihm. Einfach wunderbar. Ich kann es gar nicht so emotional schildern, wie es tatsächlich stattgefunden hat. Aber ich möchte es euch sagen, die Zusage, die wir von ihm haben, ist, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist das Hundertprozentige, auf das wir uns verlassen können. Und in der Situation, wo sich jetzt vielleicht mancher befindet, mancher hat vielleicht eine Last auch mit sich herumzutragen heute, er ist da. Er ist da. Er war auf diesem Schiff, das in den Sturm geraten ist. Er war da mit drauf. Er hat nicht gesagt, ich bleibe am Ufer und ihr fahrt schon mal los. Er war da mit. Hat geschlafen auf einem Kissen, als der Sturm getobt hat. Und hat vorher gesagt, wir gehen zum anderen Ufer. Und das heißt, das andere Ufer nehme ich jetzt mal, also das ist der Ort der Ewigkeit, wo ich mit dir hingehe. Und dieses Leben hier hindurch, das hat manchen Sturm und manche fürchterliche Situation, aber ich bin mit dir in deinem Schiff mit dabei. Und wenn dieser Kahn untergeht, dann gehe ich Jesus Christus mit unter. Aber ich habe gesagt, wir fahren zum anderen Ufer. Wir werden da ankommen. Und so dürfen wir durch diese Stürme dieses Lebens gehen. Ich weiß, das ist schlecht immer zu sagen, wenn man so in einer Situation ist, aber es hat mir sehr viel Kraft und Halt gegeben. Er ist da, alle Zeit, bis an der Weltende. Genau, jetzt habe ich schon ein großes Zeugnis von mir erzählt und bin noch nicht mal bei der Predigt. Aber zu mir hat der Michael gesagt, ich darf mir Zeit lassen. Ja, ich habe in meinem jugendlichen Leichtsinn, habe ich mal in der Arche gesagt, zum Beginn eines Jahres, dass meine Predigten nicht mehr länger gehen sollten als 15 bis 20 Minuten. Das haben wir auch vorgenommen. Aber im Leben ist nicht immer so einfach. Also ich versuche mich so präzise zu halten, wie es geht. Es ist
Der dritte Advent, das ist Weihnachten, steht vor der Tür und ich möchte heute über Weihnachten predigen und zwar so, wie es in der Bibel steht. Und ich lese die Geschichte vor, die ihr vielleicht nächste Woche auch nochmal hört, an Heiligabend oder am ersten Weihnachtsfeiertag und dann sage ich ein paar Bemerkungen dazu. Das ist die Geschichte der Geburt von Jesus Christus, wie sie Lukas erzählt hat. Ich glaube, jeder hat sie schon mehrfach gehört von uns, aber da steckt so viel drin, was mir wichtig geworden ist. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten wieder um und priesen Gott und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Amen. Das beeindruckt mich, diese Geschichte, an drei Stellen. Und auf die drei Stellen möchte ich heute eingehen. Zum ersten, hier ist die Rede von Augustus. Augustus taucht in jedem Geschichtsbuch auf. Ein bekannter römischer Kaiser. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Der heißt eigentlich nicht Augustus, das ist ein Ehrenname. Den hat er vom römischen Senat verliehen bekommen. Eigentlich heißt er Gaius Julius Octavianus oder so ähnlich. Mit Imperator und so Zusatzname. Augustus ist ein Ehrenname und bedeutet der Erhabene. Der Erhabene. Also Augustus sagt, wo ich bin, ist oben. Ich bin erhaben. Ich habe Gewalt, ich habe Macht über alle möglichen Menschen. Und nun passiert es, und das finde ich so spannend, schon der Einstieg dieser Geschichte, es begab sich etwas in dieser Zeit. Es kommt eine Geschichte in eine Geschichte hinein, und zwar treffen jetzt zwei Reiche aufeinander. Hier Augustus, Herrscher des größten Reiches dieser Welt damals, des römischen Reiches, und dort Gott und sein Himmelreich. Und diese zwei Linien fließen jetzt ineinander. Das ist ein dramatischer Moment in der Geschichte der Menschheit.
Und Gott kommt nicht so, dass er sagt, ich schaffe jetzt diesen Augustus, diesen Herrscher ab und dieses gesamte römische Reich. Das hätten sich vielleicht die Juden damals gewünscht, dass man sie befreit von dieser römischen Macht, die sie dauernd unterdrückt. Sondern er kommt in die Geschichte hinein. Muss man sich vorstellen, Micha, der Prophet im Alten Testament, hat vorausgesagt, der Messias wird in Bethlehem geboren. Alte Testament Prophetie. Du, Bethlehem Ephrata, bist keineswegs die geringste unter den Städten Judas. Aus dir wird hervorgehen der Retter der Welt. Und Kaiser Augustus macht durch einen Befehl, der mächtigste Mann dieser Welt, dass diese Prophezeiung in Erfüllung kommt, weil Josef und Maria nach Bethlehem gehen müssen und Jesus dort geboren wird. Und jetzt, spannend ist doch meiner Meinung nach, es kommt die Geschichte Gottes in die Geschichte der Menschheit hinein, in diese Geschichte, die von Augustus ausgeht. Und ich glaube, das ist ein Hinweis auch für unser Leben. Wir werden es immer so erleben, dass Gott in unsere persönliche Geschichte hineinkommt. Und wenn wir meinen, es muss immer erst so sein, dass gewisse Dinge sich verändern und abgeschafft werden in meinem Leben, bevor Gott überhaupt wirken kann, dann kann es passieren, dass wir Gott verpassen. Passiert. Die Menschen haben ihn damals verpasst, weil sie nicht erkannt haben, der kommt jetzt in unsere Geschichte rein. Deswegen fand er keinen Raum in der Herberge. Findet er Raum in unserem Leben, ist ja die Frage. Kommt er rein in meine Geschichte, in das, was in meinem Leben tatsächlich passiert? Das ist das Erste. Das Zweite, und das ist auch sehr spannend, sowohl beim Augustus als auch bei Gott geht es um eine Geburt. Augustus schickt seine Untertanen in ihre jeweilige Geburtsstadt, weil sie dort nachweisen müssen, ja, eigentlich ihre Identität nachweisen müssen, dass sie hier geboren sind, dass sie hier registriert sind. Und Gott lässt seinen Sohn auf die Welt kommen. Und jetzt ist es so, dass die Menschen, die an ihre Geburtsstadt gehen müssen, zu sich hingehen müssen, in ihr Leben wieder hineingehen müssen, dahin, wo sie herkommen, dahin, wo ihre Identität ist. Aber die Hirten, die wandern nach Bethlehem in diesen Stall zur Geburt des Sohnes Jesus, zur Geburt des Sohnes Gottes, zur Geburt von Jesus Christus, dem Erlöser, dem Gesalbten, dem Meschiach, dem Verheißenen, und werden Teil einer neuen Geburt und bleiben nicht bei sich. Hier startet ein neues Leben. Was Neues. Und sage, ich bin da. Werde wiedergeboren mit mir. Komm zu mir. Und ist was völlig anderes als das, was der Augustus macht, der ja irgendwie sehen will, wie groß ist überhaupt mein Reich. Jeder muss sich registrieren, jeder muss sich eintragen in irgendwelche Listen, damit ich sehe, wie groß ist überhaupt dieses Reich, das ich beherrsche. Also ihm geht es um Statistik, nicht um die einzelnen Personen. Aber Gott setzt eine Person sich selber in diese Welt und sagt, ich will nicht die Menge an sich hoch bewerten, sondern ich möchte den Einzelnen hoch bewerten, der hierher kommt. Jeden, der hierher kommt. Jeden, der zu mir kommt, der mich sucht und mich findet. Und der dritte Punkt, und da will ich jetzt vielleicht noch ein bisschen ausführlicher drüber reden, ein Unterschied zwischen Augustus und, also zwischen dem Reich dieser Welt und zwischen dem Reich Gottes, ist die Frage, wie sind diese Reiche aufgebaut? Wie wird da geherrscht in diesen Reichen? Beim Augustus ist es so, dass er sagt, es ging ein Befehl aus. Alle Welt muss sich schätzen. Er herrscht durch Befehl. Und die Leute müssen losmarschieren, ob sie wollen oder nicht, oder sie werden bestraft. Und man kann sich denken, dass der
Josef und die Maria, die werden ja nicht begeistert sein. Also ich habe das mal gelesen, die mussten so 120 Kilometer bis Bethlehem zurücklegen, mit einer hochschwangeren Frau, über bergiges Land, also nicht so angenehm. Gab es keine Autos, keine Zugverbindungen, keine Busse, sonst irgendwas. Und dann muss ja der Josef auch gedacht haben, vielleicht die Maria, wie kommt eigentlich Gott auf so eine Idee jetzt? Jetzt in diesem Moment kommt dieser Befehl und wir müssen jetzt in diesem Moment losmarschieren. Ungünstiger geht's nicht. Was passiert, wenn Maria plötzlich Wehen bekommt, mittendrin auf diesem Weg? Aber man muss diesem Befehl Folge leisten und an den Ort gehen, wo man sich registrieren lassen kann. Weil Augustus will wissen, wie groß ist meine Macht. Im Alten Testament kann man ja lesen, der David hat es auch mal gemacht, hat auch mal sein Heer gezählt. Und Gott missfiel dies. Weil David irgendwie demonstrieren wollte, schau mal, wie mächtig ich bin. Und Gott beeindruckt es, glaube ich, nicht, wie viele Leute so hinter uns stehen, sondern ihn beeindruckt unser Herz. Wo steht das? Augustus regiert über einen Befehl und Gott regiert über eine Nachricht. Da käme ich jetzt ein bisschen aus von meinem Beruf her, weil Journalisten müssen ja Nachrichten verkaufen. Das ist unsere Ware, sozusagen, wie ein Bäcker Brötchen verkauft. So verkaufen wir Nachrichten oder auch Unterhaltung. Und Nachricht heißt einfach nur, ich sage dir, was passiert ist. Das vorhin bei dem Zeugnis hat mich der Satz schon total berührt, da ist was passiert. Hier kommt jetzt ein Engel vom Himmel und sagt, da ist was passiert. Mensch, das ist eine ganz normale Nacht, die ist, wie jede Nacht ist. Irgendwo sind irgendwelche Hirten in diesem verschlafenen Nest Bethlehem und passen auf ihre Schafe auf. Und alle gehen ganz normal ins Bett und alle gehen ganz normal morgens wieder ihrer Arbeit nach. Und da kommt einer vom Himmel, die himmlischen Heerscharen und sage, alles ganz anders. Ich erzähle euch jetzt die himmlische Geschichte. Und dann kommt Evangelium in zwei Sätzen. Und ich möchte euch sagen, wenn ihr bedrückt seid, wenn ihr Angst habt oder sonst irgendwas, Evangelium fängt immer mit einer Bemerkung. Und die heißt, fürchtet euch nicht. Evangelium fängt immer an mit, fürchtet euch nicht. Die sind alle erschrocken, das hast du ja noch nie gesehen. Und jeder hat Angst, jetzt kommt der große Tag von Gott. Die große Abrechnung oder was. Ich hätte da auch Panik bekommen, wahrscheinlich in mir drin. Und das Erste, was er sagt, ich fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. Und dann große Freude. Also muss man mal den emotionalen Bogen spannen, gell? Sage also von dem Minus der großen Angst hin zu einer Freude, die so groß ist, überwältigend ist, dass jedes Volk dieser Welt davon Kenntnis bekommt. Also innerhalb von Sekunden. Und dann kommt die Nachricht, es ist heute für euch. Für euch, Maria, die muss ja gesagt haben, das geht nicht, mein Kind. Wieso für euch? Ich habe es auf die Welt gebracht. Aber der Engel hat gesagt, für euch ist heute der Retter geboren, der Heiland geboren. Das ist die Nachricht. Kein Befehl, dem müsst ihr jetzt hinterhergehen, da müsst ihr jetzt hingehen, gar nichts. Nur die Nachricht. Zeichen, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegen. Das muss man sich auch mal vorstellen, was hier also Spannungsverhältnisse drin sind. Gell? Er sagt, er ist heute der Messias geboren, der Erlöser geboren, der Heiland gekommen auf diese Welt, euer Retter gekommen. Und dann denkt man, jetzt kommt der große Schwarzenegger oder weiß ich was. Und dann heißt das als nächster Satz, und das ist das Zeichen, der liegt in Windeln und in einer Krippe. Muss man, also als Hirte muss man ja sagen, wie soll er mich retten? Wie soll mich ein Baby retten? Und das ist die Geschichte, dass hier einfach nur was erzählt wird und dann die Hirten das hören und glauben und in diesem Glauben losgehen, ohne jeden Befehl und sogar sagen, wir wollen eilends losgehen. Wir wollen sofort, wir lassen alles stehen und liegen.
Wir müssen das sehen, wir müssen zu diesem Kind hin. Wir müssen das sehen, dass da ein Baby der Retter ist für uns alle und für diese ganze Welt. Wir müssen die große Freude erleben. Und das wollte ich heute Morgen auch, oder heute Abend, wenn wir durcheinander noch, heute Abend auch sagen. Das Herz, unsere Herzen, werden nicht mit Befehlen erreicht. Sie werden mit der Nachricht erreicht. Und sie gingen eilends und fanden alles, wie es geschrieben war. Und sie waren voller Freude. Und sie gingen wieder zurück und erzählten allen davon, was sie gesehen hatten. Das hat keiner von denen, die mit Befehl von Augustus unterwegs waren zu ihrem persönlichen Geburtsort, gesagt. Die sind alle widerwärtig dahin gegangen, weil es halt ein Befehl war. Aber hier ist das Herz erreicht worden. Und was hat es für unser Leben für eine Bedeutung? Wenn wir von unserem Glauben erzählen, bloß mal so als kleiner Ratschlag, müsst ihr es ja nicht so machen. Erzähl, was dir passiert ist. Erzähl, was Jesus dir bedeutet. Erzähl, was in der Bibel über ihn steht. Was dir das Wort berichtet. Das ist das Beste, was du machen kannst. Erzähl die Nachricht. Die Nachricht macht etwas mit dir. Dass die Hamas Israel angegriffen haben am 7. Oktober, das hat was mit uns gemacht. Mit jedem, der diese Nachricht hört. Dass die Ukraine von Russland überfallen ist, das hat was mit uns gemacht. Dass am 9. November 1989 die Berliner Mauer gefallen ist, das hat was mit uns gemacht. Das hat Menschen bewegt. Die Nachrichten, die verbreitet werden, die machen etwas mit uns. Und alles, was passiert in unserem Leben, dürfen wir uns immer fragen, was macht es mit mir? Wenn Gott etwas zu mir sagt aus seinem Wort, was macht es mit mir? Wird mein Herz berührt? Wenn mein Herz berührt, kann ich nicht mehr stehen bleiben und sagen, ich gehe da nicht hin. Ich laufe ihm nicht entgegen. Davon bin ich überzeugt. Wie wäre das wohl damals gewesen? Ich habe das mal so versucht aufzuschreiben. Wenn es damals Fernsehen gegeben hätte, uns käme die 20 Uhr Tagesschau. Ich spiele jetzt mal so den Nachrichtensprecher. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auf einem Feld bei Bethlehem haben in der Nacht Hirten, die ihre Herden bewachten, eine himmlische Botschaft empfangen. Demzufolge hätten Engel zu ihnen gesagt, sie sollen sich nicht mehr fürchten, sondern große Freude empfinden, die allen Menschen weltweit gelte. Als Begründung dafür wurde angeführt, dass in Bethlehem, der Stadt des israelitischen Königs David, ein Kind geboren wurde, bei dem es sich angeblich um den verheißenen Retter Jesus Christus handle. Das Kind befinde sich aktuell in einer Futterkrippe liegend und sei in Windeln gewickelt. Aus Frankfurt nun die Wettervoraussichten für morgen, Montag, 25. Dezember. So, was macht es mit dir, diese Nachricht? Was bewegt dich? Was bewegt dein Herz? Wenn man das Wort Gottes anschaut und sieht, was da für eine Leidenschaft drin ist, das muss unser Herz bewegen. Ich kann nicht mehr anders. Alles andere ist gespielt, alles andere ist befohlen, alles andere ist irgendwie in die Welt gesetzt, um irgendwo irgendwas in Bewegung zu setzen. Das hat keine Nachhaltigkeit. Aber wenn mein Herz berührt wird, wie das der Hirten damals, und alle, es steht ja ausdrücklich da, alle, die das hörten, denen es weitergesagt wurde, verwunderten sich sehr. Die wunderten sich, was ist das? Was da passiert? Und ich habe das mal so durchgemacht, die vier Evangelienberichte, wie oft es da steht, wenn Jesus irgendwas getan hat. Müsst ihr mal machen, so mit Stift vielleicht unterstreichen, wie oft da steht, sie erstaunten sich, sie verwunderten sich. Wer ist dieser, dem Wind und Wellen gehorchen? Und sie verwunderten sich, bei Markus steht es ein paar Mal, über alle Maßen. Das kann doch gar nicht sein. Und er war als Zwölfjähriger im Tempel und hat die großen Wissenschaftler, die Theologen dieser Zeit,
befragt mit einer Vollmacht, die man noch nie erlebt hat. Und alle haben sich gewundert, wie kann ein 12-Jähriger einen Professor, Doktor bloßstellen im Tempel. Nur mit Fragen. Nur mit Dingen, die er wissen möchte, die uns auf den Trichter bringen, was wirklich dahinter steckt. Das ist eine große Geschichte. Und sie muss, wenn wir sie richtig wahrnehmen, wirklich unser Herz bewegen. Bewegt uns durch eine Nachricht, durch eine Offenbarung, durch etwas, was er uns zeigt, was er uns vor Augen setzt, wie am Anfang bei meinem Zeugnis auch dargestellt, Jesus auf einer Parkbank. Da verwundert man sich. Gott will, dass wir in Jesus Christus seine Gnade und Güte oder kurz seine Herrlichkeit entdecken. Das Suchen nach seiner Herrlichkeit wird uns begeistern, es wird uns niemals müde machen bei Jesus, wenn wir langweilig werden, wenn unser Leben langweilig wird. Ich kann euch bloß alles sagen zu Jesus. Da ist immer Frische, da ist immer lebendiges Wasser. Ich habe das gehört von einer Gemeinde, die hat schon mehrfach immer umgestellt und Sachen gemacht, um wieder ein bisschen Dampf reinzubringen in die Gottesdienste. Und dann haben sie so Filme gedreht über Ereignisse, die Woche über waren und nach 2 oder 3 Wochen war die alte Leier wieder da. Da haben die Leute gesagt, schon wieder eine Hochzeit. Schon wieder ein Film über irgendwas. Das macht nicht frisch. Bei ihm ist die Frische. Nichts anderes. Jeden Tag erfahren und erleben, wer Gott ist. Das ist meine Zugkraft. Mich zieht es zum Kreuz, dem Ort, wo etwas geschehen ist, was mit mir zu tun hat. Und wenn es nicht mit mir zu tun hat, dann erlebe ich das wie ein Tatort-Krimi. Ich bin nicht beteiligt. Ich gehe ins Bett und schlafe. Aber wenn ich die Geschichte sehe als meine Geschichte, seine Geschichte zu meiner Geschichte wird und ich spüre, da tauche ich auf, da spiele ich mit. Am Kreuz, an der Auferstehung. Dann ist mein Herz berührt. Jemand hat mir gesagt, und damit will ich abschließen, Evangelium, das Wort, heißt in Kurzform, Gott sagt zu dir, ich bin für dich. Glauben heißt, ich sage zu Gott, du bist für mich. Mission heißt, ich sage zu Menschen, er ist für dich. Ganz einfach. Halleluja. Vater im Himmel, möchte dir danken für diese wundervolle Botschaft, die jetzt über 2000 Jahre ist und unser Herzen immer noch bewegt. Und jedes Jahr, wenn wir sie hören an Weihnachten, Herr, kommt etwas Neues zum Vorschein. Es ist ein unendlich tiefer Ozean an Herrlichkeiten, der sich offenbart, Herr. Und die Liebe zu dir wächst in dem Maße, wie wir dich erkennen können, Herr. Und du willst dich von uns entdecken lassen. Wir sollen dich suchen, du willst dich finden lassen. Und wir sollten nicht überrascht sein, wo wir dich finden, Herr. Die Leute haben auch gedacht, du gehst nicht bei Sündern, du kehrst nicht bei Sündern ein und waren empört, aber du bist dorthin gegangen. Gott sei Dank bist du dorthin gegangen, dann kannst du auch bei mir einkehren, denn ich bin auch ein Sünder. Das ist keine schlechte Botschaft, das ist eine gute Botschaft, dass Jesus bei Sündern einkehrt. Danke, Jesus, dass du bei uns bist, alle Tage, bis an der Weltende. Danke, dass wir, wenn wir dich haben, alles haben mit dir und durch dich. Und ich wünsche mir so für diese Welt, dass du ins Zentrum rückst in diesen Weihnachtstagen. Dass es nicht nur ein romantisches Fest ist mit Essen und Feiern, sondern dass du das Bewusstsein dieser Menschen berührst und hilf uns, Herr, dass wir dazu beitragen können. Ich lobe und preise dich und danke dir und bitte um deinen Segen für alle, die heute hier sind, für diese Gemeinde. Amen. Amen. Amen.